In einer Pressekonferenz am Freitag haben die Freiheitlichen ihr neues Führungsduo vorgestellt. Nach dem Abgang von Sabine Zoderer übernehmen Roland Stauder und Otto Malknecht die Obmannschaft der Partei, bis im Frühjahr eine neue Obfrau oder ein Obmann gewählt wird. Für die Partei sei es jedoch bereits jetzt ein Neustart. Neustart einmal parteiintern. Wir haben gesagt, jetzt nach dem Austritt unserer Obfrau haben wir jetzt interimistisch Otto Malknecht und ich für die nächsten Monate da übernommen. Wir werden im Frühjahr 2024 einen Wahlparteitag durchführen. Kandidaten für Obmannschaft und Frauschaft stehen noch nicht fest, hat noch Zeit, aber werden dann sozusagen unseren Mitgliedern das Ganze präsentieren und einen neuen Obmann, Obfrau wählen. Parteiintern werden wir in der Zwischenzeit an der Partei, an der Basis arbeiten, ja, also Kommunikation nach intern und auch die Kommunikation nach außen, sozusagen am politischen Marketing, nachdem wir gesehen haben, dass unsere Themen, dass man mit unseren Themen Wahlen gewinnen kann, nur wir haben sie nicht gewonnen, sehen wir hier starken Handlungsbedarf. Auf der PK wurde auch die Bereitschaft zum Mitregieren unterstrichen, unter bestimmten Bedingungen. Grundsätzlich sind wir aber natürlich eine Partei, die auch mitregieren will. Ich denke, jede im Landtag vertretene Partei sollte die eigenen Punkte, die man den Wählern auch verspricht, versuchen umzusetzen. Wir sind regierungsfähig und regierungswillig. Und ob wir da jetzt dabei sein werden, der Ball liegt nicht bei uns, sondern beim Landeshauptmann bzw. bei der SVP, die nach den ersten Sondierungen am 13. November dann entscheiden muss, mit wem sie in vertiefte Konsultationen gehen will. Falls die Freiheitlichen Teil einer neuen Regierung sein wollen, dann sicher nur unter der Voraussetzung, dass ein seriöser Koalitionsvertrag abgeschlossen wird. Das heißt, wo nicht nur irgendwelche Absichtserklärungen drin sind, sondern wo Punkt für Punkt ein Arbeitsprogramm ist, das man auch dann abhaken kann und wo jeder von außen erkennen kann, dass eben bestimmte Arbeitsaufträge erfüllt wurden. Und das alles muss natürlich auch eine erkennbare blaue Handschrift tragen, damit die Südtiroler merken, jetzt hat sich was geändert, jetzt sind auch die Freiheitlichen dabei. Jetzt merkt man, dass die Freiheitlichen in der Regierung etwas bewirken. Auch mit den Fratelli d'Italia können sich die Blauen eine Zusammenarbeit vorstellen. Also wir haben jetzt keine Vorbehalte gegenüber den Fratelli d'Italia. Wenn sie Teil einer Regierung sein wollen, dann müssen sie natürlich die Positionen vertreten, die SVP, aber auch wir, die für uns wichtig sind. Für uns zum Beispiel der Autonomieausbau, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Leider in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren wurde unsere Autonomie stark ausgehöhlt nach der Verfassungsreform 2001 und den diversen Urteilen des Verfassungsgerichtshofes. Interessanterweise hat ja Giorgia Meloni schon vor Monaten jetzt angekündigt, dass ihre Bereitschaft dasteht, diese Aushöhlungen wieder rückgängig zu machen. Das ist aus meiner Sicht ist das eine historische Chance, da wieder etwas ins Lot zu rücken. Man sieht, wird dann sehen, ob diese Ankündigung auch ernst gemeint war. Aber ich denke, Südtirol muss versuchen, da aus diesen Versprechungen, aus diesen Ankündigungen auch etwas zu machen. Wenn die Fratelli d'Italia in Südtirol sich auch daran halten, sprich auch in einem Koalitionsabkommen unterschreiben, wo dann drinnen steht, dass wir die Autonomie in die und die Weise eben wieder ausbauen wollen, dann sehe ich überhaupt keine Ursache, irgendwas gegen die Fratelli d'Italia zu sagen. Ganz im Gegenteil, dann wären sie ja quasi jene, die nach vielen Jahren der Aushöhlung unserer Autonomie die Autonomie wieder auf Vordermann und in das 21. Jahrhundert, sprich zukunftsfähig gemacht hätten.